Das ist ein wunderschöner Tag. Ich glaube, ein guter und schöner Tag für die ausgezeichneten Soldaten, auch für die nominierten Soldaten, aber insgesamt auch für das Bundesheer, weil wir heute wieder gezeigt haben, hier bei dieser Veranstaltung im Schloss Esterhazy, wie breit aufgestellt das Bundesheer ist. Von Cyber Defense über ABC Abwehr bis hin zu einem Feldkoch, der über 100.000 Speckknödel in seiner 43-jährigen Laufbahn auch per Hand angefertigt hat und damit die Soldaten verköstigt hat. Das heißt, ja, ein schöner Tag für den Minister auch und für alle, die heute hier waren. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass wir nicht nur an Tagen wie diesen den Soldaten die Einheit des Tages auch küren und ehren, sondern dass wir auch das ganze Jahr gegenüber als Kommandanten, aber auch als Bevölkerung wertschätzend gegenüber unseren Soldaten auftreten. Dann hat so eine Veranstaltung nicht noch mehr Sinn. Aber wie gesagt, da gehört mehr dazu als nur ein Tag im Jahr.